Mallorca-Sommerhit. Hast du da einen Aspiranten drauf? Oh ja, das ist ja im Moment eine ganz schwierige Frage. Also auf jeden Fall muss ich sagen, es ist von Icke. Ich schwanke noch, mit dem Trinken aufzuhören, jetzt charmant ausgedrückt. Der nächste Hit ist jetzt von Tobé. Was ich sage, das ist auch sehr schön, Bobby Brown, also hey Bobby. Der nächste Hit ist für mich Stefan Stürmer. Den würde ich fast sogar noch an die Eins schieben. Mallorca, ich komm heim. Dann natürlich Mainz. Das hat mein Song, der heißt Alarm Alarm. Ihr seht es hier auf dem Shirt. Das Schöne daran ist, dieser Song ist 2019 produziert worden, aber hat jetzt eine ganz andere Bedeutung. Alarm Alarm, wenn wir zusammen nach Malle fahren. Trifft ja zu. 21 seit Ostern. Und daher Bombe. Und es gibt ja, glaube ich, auch noch, zumindest war das jetzt so mein erster Gedanke, weil es gibt ja jetzt auch ein Stück Baba Ballermann auf Bumerang gemacht. Nancy Frank, die ich auch heute Nachmittag noch am via Internet hier interviewen werde. Was hältst du davon? Auch absolut top. Ich habe Nancy auch vor ein paar Tagen getroffen hier. Super gut, hat sie ja mit Biene zusammen gemacht. Ich habe sogar auch die Promotion ein bisschen mit angeschoben und mal gepostet, geliked und hin und her. Nancy, ganz liebe Grüße natürlich an Nancy. Ist ein super Mädel und wie gesagt, ich könnte auch Micky Krause nennen, haben wir hier was gemacht. Peter Wackel, also alle Künstler, auch Lorenz Büffel und alle, wie sie heißen. Aber im Moment müssen wir immer die aktuelle Situation gucken, wie es hier ist. Und Fakt ist, es wird sich garantiert der ein oder andere hier wieder neu sortieren und auch sich aufstellen in irgendeiner Form. Und ja, und im Moment ist tatsächlich Nancy und Biene und ihr Song und alles sehr, sehr stark. Ja. Mallorca ist aber nicht nur Playa de Palma. Mallorca ist eine riesige Insel, die auch absolut das Gegenteil von Playa de Palma ist. Was würdest du denn jemandem raten, der hier jetzt in den Urlaub eine Woche fährt? Was sollte er sich auf jeden Fall angucken? Weil du bist ja eine Art Local. Ja, das ehrt mich. Vielen Dank. Also auf allererstes, er braucht ein Auto. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Das soll er sich besorgen. Und dann soll es natürlich über die Insel gehen und einfach Erfahrung machen. Also einfach losfahren. Es gibt so viele schöne Ecken, aber was man sehen muss, Alcudia, die Playa de Muro, die Höhlen, die Drachenhöhlen muss man sehen. Tatsächlich mal auch in die Palma, in die Altstadt hineingehen. Kathedrale, logisch. Alle Häfen, Portals, Adriano, auch die kleinen Calagamba, Arenal, der Hafen. Man muss das alles sehen. Einfach losfahren und erkunden. Santa Ponsa ist wunderschön. Soler, die kleine Bahn, die Trackbahn da, alles durchs Gebirge. Tramutana Gebirge, rauf, runter, rechts, links. Motorradfahrer willkommen. Mehr Kurven gibt's nicht. Und ich glaube, dann geht man ja irgendwann dann nach einem Tagesausflug so in die Nacht rein, wenn man nicht gerade bei dir im Münchner Kindl vorbeischaut. Was muss man auf Mallorca an Nachtleben erleben, wenn es dann wieder so halbwegs hier alles geöffnet hat? Naja gut, ich würde jetzt gucken, was mir persönlich gefällt, weil jeder kommt mit einem gewissen Anspruch hierher. Anspruch in dem Sinne, ich möchte gerne in den Bierkönig gehen, ich möchte ins Bamboleo gehen. Viele Leute sind glücklich, dass sie aufhaben. Ja, bei uns war eine ganze Menge los bis dato, wie der Bierkönig noch nicht aufhatte. Aber auch wir haben eine Strandbar jetzt aufgemacht. Wir machen eine neue Fassbar auf. Haben wir aufgemacht. Heute kommt nochmal die Pepe Palme Strandbar dazu. Also wir haben auch vier Locations, die hier sind, auch mit Kinderanimation. Das Sonja Soul Kitchen mit Kinderanimation. Also wir tun auch schon jetzt was für die Familien. Da sagt, kommt hierher, eure Kinder sind versorgt. Ihr bekommt Musik, ihr bekommt Essen, Kaffee und Kuchen. Und das sind alles so kleine Puzzlesteine, die ineinander sich schieben. Und das ist schon ein bisschen das neue Mallorca. Und die Zugabe ist natürlich, wer jetzt hier ist, er sieht das hier alles, die Hotels sind renoviert worden, neu gemacht worden, Restauration an allen Ecken und Fugen, Neubauten. Ja, es ändert sich was. Es wird in den nächsten 3, 4, 5 Jahren ein ganz anderes Mallorca geben, wie wir es kennen. Der Sommer wird irgendwann gehen. Bist du dann dauerhaft hier auf der Insel gesetzt oder ist im Winter auch mal wieder Schnee angesagt? Schnee ist angesagt, oben im Tramutana-Gebirge. Ich habe das große Glück, das sehen zu dürfen. Ob ich da hochkomme und Skilaufen kann, das weiß ich nicht, aber ich mache dann mit dir einen Rekord. Da mit Sonne, Stein und Schnee. Nein, aber jetzt mal anders ausgedrückt. Kannst du dir vorstellen, in den Winter wieder in irgendeiner Après-Ski-Destination in den Alpen zu arbeiten? Vor allen Dingen, weil du ja ein Sicherheitskonzept mitbringst, was andere und vielleicht viele Locations in den Alpen noch gar nicht ausprobiert durften.
Also wichtig ist, ja, ich hoffe, das nimmt auch jeder so an. Und natürlich, jeder wird ein Sicherheitskonzept haben. Ich denke mal, ich habe die Weitsicht gewinnen dürfen in den letzten anderthalb Jahren hier auf Mallorca, um das auch in Österreich breit zu machen, bekannt zu machen. Und ja, natürlich würde ich gerne auch nach Österreich gehen, wieder zum Après-Ski. Irgendwo wie viele, viele andere Kollegen auch. Und ich denke mal, dieses Jahr wird es losgehen, vielleicht noch verhalten. Aber dann denke ich mal so 22, Mitte 22, 23 wird es anders sein. Aber ja, ich werde auf Mallorca bleiben soweit. Ich will nicht sagen, ich will meinen Lebensabend hier verbringen, aber ich will schon hier bleiben. Ich möchte das weiterhin, die Kultur hier kennenlernen, mich aufbauen, ausschmücken und natürlich gehört Österreich und auch Deutschland dazu. Ich fliege auch dahin und alles ist also zu Bookings und hin und her. Also ich bin da total offen und für alles dankbar, was kommt und ich freue mich über alles. Aber Jürgen, du hast doch noch nicht mal die zweite Lebenshälfte begonnen. Du bist doch noch in der ersten Lebenshälfte hin. Letzte Frage, wo kann man dich im Internet finden? Also ihr findet mich auf jeden Fall unter DJ-Jürgen mit UE-Brosta, brosta.de oder natürlich Instagram, Facebook, alles ist voll. Ich habe mir da sehr viel Mühe gegeben, wie bei euch auch, mit dem Lifestyle. Und wir werden einfach gucken, was alles passiert, wie alles sind. Ich bin gerne für euch da oder schreibt doch mal, auch ich gebe euch mal einen Rat, wo irgendwas sein kann. Ich habe heute Morgen wunderbare Sache bekommen, eine Yachtanfrage, weil ich auch so ein bisschen Yachtcharter versuche zu machen, Leute zu unterstützen bei dieser ganzen Geschichte. Und sowas sind schöne Sachen. Ne? Die Anfrage, die hieß eigentlich, mein Mann wird 50, dem möchte ich was Besonderes schicken. Ich möchte mit dem Boot mit ihm auf dem Wasser fahren. Okay, dann organisiere ich sowas. Warum nicht? Kann man doch helfen. Und es ist, glaube ich, am einfachsten, das Ganze ohne Sprachbarrieren zu machen, obwohl viele Mallorquiner unglaublich gut Deutsch sprechen. Das ist wohl wahr richtig. Und ich unglaublich gut Spanisch. Weltklasse. Jürgen. Nein, ich wollte noch dazu sagen. Also, man kommt mit Deutsch weiter, mit Englisch. Ja, man lebt hier. Man muss Spanisch lernen und das ist noch eine Schuldigkeit für den Winter. Ich muss es tun. Ich werde mir, glaube ich, eine Privatlehrerin nehmen und mit ihr einfach durch die Straßen ziehen. Das ist einfacher zu lernen, als wenn ich vor dem Buch sitze. Und dann erlebe ich das auch. Dann habe ich das Gefühl dafür, dieses Anfassen. Ich muss immer das Anfassen haben. Jürgen, ich habe da einen heißen Tipp für dich. Nein, den wollte ich dir dann aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich hatte mal eine englische Freundin, danach war mein Englisch komplett vollkommen überholt gewesen. Nein, alles glücklich mit Familie hier und so und daher ist alles gut und dann lernen wir gemeinsam. Aber ich muss auch sagen, ich habe einige gute bekannte Deutsche hier, die Spanisch können und da schließen wir uns schon an und da gehen wir dann schon weiter und greifen dann dementsprechend an. Ja, also es wird schon werden. Wenn wir uns nächstes Jahr hier wieder sehen oder Ende des Sommers, vielleicht habe ich ein bisschen Spanisch drauf. Jürgen, danke für das Gespräch. Viel Erfolg weiterhin. Hat riesig Spaß gemacht. Toll. Dann müssen wir singen für dich. Der letzte Geburtstag, den ich gefeiert habe hier, der ist leider bis 4 Uhr ausgeartet. Der ist in ganz schlechter Erinnerung, das ist eine Woche her.